Hallo Leute, ciao von André Unger. Gebühren, Kommissionen. Wie sieht es bei mir aus und wie wichtig sind die Kommissionen? Na gut, ich will dir mal da etwas darüber sagen, weil ich oft über LinkedIn meistens ich oft bekomme einige Angebote von anderen Brokers und normalerweise wo die starten, ist, wie viel zahlst du im Jahr, im Schnitt, ich kann dir sicher ein besseres Angebot geben. Habe ich also meinen Broker gewechselt? Nein. Aber erstmal, 2016, da habe ich nicht wenig bezahlt, das kannst du hier sehen. Das sind 27.000 Euro Gebühren. 2017 fast 50.000, okay? Und 2018 auch sehr viel. Und dann in 2019 war es wieder billiger, aber immer noch sehr teuer. Das sind sicher interessante Zahlen für alle Broker. Ich meine mindestens, dass jeder, der Tausende Euro zahlt am Jahr wegen Gebühren, ist interessant für einen Broker. Als Beispiel will ich hier mal einen Tag von den Executions von Interactive Brokers, wo ich arbeite, zeigen. Und du kannst sehen, das war 10. Juni 2020, du kannst sehen, dass im Prinzip sind die einzelnen Werte nicht unbedingt hoch. 1,71 beim DAX. Und dann zwei etwas bei Crude Oil oder Mini-SP. Das sind, wo es einzelne Kontrakte gab. Die anderen haben mehrere Kontrakte, muss man dann das teilen. Also, diese sind nicht unbedingt große, hohe Werte. Und ich bin aber auch sicher, dass die niedriger werden könnten bei anderen Brokers. Und ich bin sicher, dass ich ein günstiges Angebot bekommen könnte bei jedem. Aber soweit habe ich meinen Broker noch nicht gewechselt. Ich habe auch einige Konten bei ADM in den States. Diese sind die Konten bei dem Workup Advisor. Dort ist Interactive Brokers nicht dabei. Also ich musste ein neues Konto öffnen. Und dort zahle ich ein bisschen mehr, aber dort arbeite ich auch wesentlich weniger, weil ich natürlich kleinere Kunden habe und deswegen nutze ich weniger Kontrakte. Also im Prinzip, aber die sind ähnlich, aber im Prinzip ist es doch billiger für mich. Das Problem ist hier, ich könnte mit ADM natürlich fragen, guck mal, wenn ich das Ganze hier bringe, was könntest du mir anbieten? Und ich könnte zum Beispiel, ich glaube, auch bis 10.000 Euro im Jahr sparen. Ich bin sicher, ich könnte das irgendwo kriegen. Aber trotzdem bleibe ich bei Interactive Brokers. Warum? Erstmal, die ganze technische Ausrüstung, die ich dort habe, ich habe also IQ-Feed, liefert die Daten in Multicharts und Multicharts handelt in Verbindung mit Interactive Brokers. Diese ganze Ausrüstung funktioniert ganz gut. Dieselbe Ausrüstung nutze ich auch mit ADM, also ich habe beide Konten verbunden. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Interactive Brokers funktioniert das für mich besser. Auch technische Gründe. Blöder Beispiel. Am Sonntag kann ich die Strategien abschalten und dann wieder neu anschalten. Und ich kann auch die Orders, die schon im Markt sind, löschen und dann wieder neu eingeben. Das heißt, am Freitag gibt es einen Order, der noch live ist, der bleibt gesperrt im Markt. Ich kann das löschen und das wird sofort am Mitternacht von Sonntag gelöscht und dann kommt meine neue Order rein. Mit ADM kann ich das nicht. Das geht über SecureG, das kann man nicht. Ich muss es, die Orders kann ich nur beim offenen Markt löschen. Das kannst du sagen, okay, ist mir egal. Mir nicht, ich will
So, da kam, will ich ins Bett gehen, will ich bis Mitternacht warten, bis der Markt öffnete. Wir wohnen hier in Mitteleuropa und das heißt, die Märkte öffnen um Mitternacht am Sonntagabend. Und ehrlich zu sagen, bin ich zufrieden, wenn ich am Sonntag die Orders löschen kann. Okay, wenn das nur 10.000 Euro im Jahr kosten würde, dann wäre ich ein bisschen doof oder faul, könnte jemanden zahlen, damit er das für mich macht. Aber in der Tat ist das nur ein kleines Beispiel. Technisch, die Technologie bei Interactive Brokers gefällt mir besser. Und die ganze Anzahl der Märkte, die ich dort handeln kann, ist auch absolut großartig. Ich kann Aktien, Futures, Optionen, alles kann ich dort in einer Plattform handeln. Und Reporting, die Statements sind klar, deutlich, bis auf Forex. Einmal habe ich auch mit Forex dort gehandelt, aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Statements für Forex waren absolut verrückt. Ich dachte, aber ist egal, ich nutze jetzt Futures und da bin ich zufrieden. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist für Traders, erstmal die Qualität von der Technologie generell zu schätzen und dann auf Kommissionen denke. Manchmal passieren mir Probleme mit der Cloud-Server oder so und diese sind teuer. Glaub mir, diese sind teuer. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mein Cloud-Server geändert. Ich hatte ein Angebot in Italien, jetzt habe ich einen Cloud-Server in Kanada. Und das sind Kleinigkeiten. Das kostet ungefähr dasselbe, aber es scheint, weil einer von den Studenten bei mir ist schon seit längerer Zeit dort, dass die Qualität besser ist. Und diese Qualität bedeutet manchmal keine Probleme, wo die Probleme sehr teuer werden können. Ich erinnere mich immer noch an ein Problem, vor ein paar Stunden, das hat mir ungefähr 10.000 Euro nur auf den DAX Future gekostet. Und das sind natürlich Sachen, die vielleicht insgesamt sind die noch nicht so teuer, wie man mit Gebühren sparen könnte, vielleicht, aber für die Nerven sind die wichtig. Und man braucht auch eine Qualität des Lebens, die unzahlbar ist. Und ich kann echt sagen, soweit bis heute noch, und ich bin dort seit 2009, bin ich mit Interactive Brokers zufrieden. Das ist keine Reklame für Interactive Brokers, absolut nicht. Ich habe dort gar keine Beziehung, ich habe keine Vorteile, wenn du dort ein Konto öffnen würdest. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin dort zufrieden. Wäre ich morgen nicht mehr zufrieden, dann würde ich das ganz ruhig hier erzählen, weil es kein Geheimnis ist. So wie gesagt, Kommissionen sind wichtig. Absolut, man muss nicht zu viel zahlen, aber erst kommt die Qualität, die für dich okay ist. Wenn du mit einer Qualität zufrieden bist und wenn du, es dauert Zeit, bis man die ganze Struktur aufbaut. Und diese Zeit kostet auch, vielleicht nicht Geld, aber Zeit. Und Zeit hat auch einen Wert, sehr wichtiger Wert. Also, wenn du einmal alles in Ordnung hast, dann pass auf, weil ändern nur, weil du ein billigeres Angebot kriegst, ist nicht unbedingt die beste Lösung. Das ist Futures-Welt und so weiter. Mit CFDs, Brokers und so weiter gibt es noch eine längere Geschichte mit Spreads und alle anderen Probleme, die mit den CFDs, Brokers kommen können. Dort, in dem Fall, das habe ich schon mal gesagt, sind auch natürlich die Bedingungen und das Angebot ist wichtig, aber das Wichtigste ist, muss man leider sagen, ob der Broker, mit dem du handeln wirst, okay ist als ehrlicher Broker. Im Forex-Bereich hört man leider sehr viele traurige Geschichten, wo das Geld einfach verschwindet und so weiter. Also das hast du sicher auch irgendwo gelesen. Also dort wird das wichtig, mit wem du arbeitest, dass du den trauen kannst und so weiter. Trauen gehört auch natürlich zu den Futures und Interactive Brokers. Okay, traue ich als Struktur, aber auch bin ich ruhig genug, dass es nicht pleite geht. Was passieren kann, da muss man ängstlich sein und ich habe nicht wenig Geld dort. Aber wie es aussieht, Interactive Brokers ist einer der größten der Welt, bin ich ziemlich ruhig, dass es okay ist.
Das kann man natürlich nie wissen, aber mindestens ist es nicht jemand, der neu kommt und wo man nicht weiß, wie viel Geld dahinter steckt und so weiter. Interactive Brokers verdient sehr viel Geld, mindestens von mir, aber sicher sehr viel von mehreren Händlern. Und ich bin dort in Ordnung. Alle die Angebote, die ich bekommen habe über LinkedIn, habe ich abgesagt, bedankt, aber abgesagt, weil ich überhaupt nicht anfangen wollte, dazu zu hören. Mir ist es um Wahres und ist es immer noch im Prinzip egal, wie viel ich sparen könnte, wenn ich nicht sicher bin mit der Qualität. Um die Qualität zu prüfen, braucht man Zeit. Es dauert Zeit. Man kann es nicht in einem Tag oder nur mit den Reviews lesen. Man muss vielleicht sich in Verbindung stellen mit anderen Händlern, die dort schon länger tätig sind und mit denen genau das besprechen, was man braucht. Das ist nicht einfach, aber das ist unser Geld. Man muss aufpassen. Und Geld sparen ist es besser mit Qualitätsprodukten. Das war's, Leute. Wie viel zahlst du? Also nicht im Jahr, aber bist du zufrieden mit deinem Angebot? Ich kann dir mit den Taxi noch nicht helfen. Wie gesagt, habe ich dort keine Beziehung. Und abonniere meinen Kanal. Es ist schon spät, habe ich dir nicht gesagt. Aber bitte abonniere. Wenn du noch da bist, abonniere unbedingt meinen Kanal. Hier beim Training Weltmeister. Ciao von der Lunge. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.